Herzlich willkommen in der Sportnews-Redaktion am heutigen Donnerstag, 28. Mai. Der FC Südtirol hat heute im Rahmen einer Pressekonferenz im Hotel Sheraton in Bozen auf die abgelaufene Saison 2014-15 zurückgeblickt. Es war eine sehr schwierige Meisterschaft. Es war eine ganze Menge von ganz, ganz wichtigen oder starken Mannschaften. Wir haben es dann am Ende ja gesehen. Und letztendlich sind wir in der Mitte der Tabelle gelandet, am 10. Platz. Wir haben allerdings die Menschen, die Anhänger, auch ein bisschen geblendet, denn bei Halbzeit waren wir auf 6 Punkte dran, auf den ersten Platz, und dann hat von einem Moment auf den anderen gar nichts mehr funktioniert. Und natürlich ist man dann enttäuscht, wenn man die Chance gesehen hat, dass man ganz vorne landen könnte. Der Anspruch des FC Südtirol ist inzwischen ja immer der, dass man in der Serie C ganz vorne mitspielt. Wir haben das in den letzten Jahren auch bewiesen. Heuer ist es nicht gerade so gegangen, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wir werden im nächsten Jahr wieder alles daran setzen, dass wir vorne mitspielen können. Heute steigt das Entscheidungsspiel der Landesliga 2. zwischen Obermais und Trient. Das Match findet in Tramin statt, ist jedoch bedeutungslos, weil der Sieger nicht in die Oberliga aufsteigen wird. Es geht also vorwiegend um die Ehre. Die Partie wird um 20 Uhr angepfiffen. Eine Meldung vom Basketball: Obwohl der Buchholzer Thomas Ress angeschlagen war und nur 7 Minuten spielen konnte, war er gestern in Spiel 5 der Viertelfinalserie zwischen Venedig und Cantù spielentscheidend. Mit 10 Punkten führte er die Lagunenstädter zum 88:73 Sieg. Weiter zum Tennis: Während sich Andreas Seppi endgültig von den French Open verabschiedet hat, steht Karin Knapp beim Grand Slam Turnier gemeinsam mit Roberta Vinci in der zweiten Runde des Doppels. Das Duo setzte sich gegen die Französin Alice Lim und die Britin Laura Torp mit 6:4, 6:3 durch. In der zweiten Runde geht es gegen Annalena Grönefeld aus Deutschland bzw. die Russin Alexandra Panova. Bereits gestern wurde bekannt, dass die Rittnerbuben einen neuen Tormann für die kommende Saison suchen müssen. Fabian Weinhandl hat nämlich bei Ebelmeister Red Bull Salzburg unterschrieben. Weinhandl wurde mit dritten Pokalsieger und Vizemeister. Gegen Asiago setzte es für den Goalie aus Graz und seine Teamkollegen erst im 7. und letzten Spiel der Finalserie die entscheidende Niederlage. Das waren die kompakten Sportinformationen des Tages. Danke, dass Sie auch heute wieder reingeklickt haben. Wir wünschen Ihnen einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis morgen.